Es sind Bilder, an die man sich in Spanien längst gewöhnt hat. Afrikaner jubeln frenetisch, dass sie auf der spanischen Seite in Ceuta stehen. Europa, das gelobte Land, dafür nehmen sie auch schwere Verletzungen in Kauf. Dutzende der Flüchtlinge erlitten beim Überwinden des Grenzzauns schlimme Schnittwunden. Mehr als 400 Afrikaner haben es heute im Morgengrauen geschafft. Solch einen Ansturm hat die Exklave Ceuta schon seit langem nicht mehr erlebt. Das war eine organisierte Attacke auf die Grenze. Die Migranten hatten Scheren und andere Werkzeuge dabei. Kilometerlange Zäune, 7 Meter hoch, bewacht von der Guardia Civil. In den spanischen Exklaven Melilla und Ceuta schottet man sich martialisch ab. So verteidigt Spanien schon seit langem die Festung Europa. In der Kommandozentrale in Madrid erklärt man uns, dass die Kooperation mit dem Nachbarland Marokko besonders wichtig sei. Die Zusammenarbeit mit den nordafrikanischen Ländern ist fundamental. Nur so können wir den Kampf gegen die Schlepper gewinnen. Aber die Zusammenarbeit mit Nordafrika sieht auch so aus. Marokkos Grenzpolizei kesselt die Flüchtlinge ein, trägt sie vom Zaun fort und verfrachtet sie ins Landesinnere. Und auch das geschieht. Flüchtlinge, eigentlich schon auf spanischem Boden, werden unter Schlägen durch eine Hintertür nach Marokko zurückgebracht. Diese Praxis hat der Europarat kritisiert. Marokko schikaniert und misshandelt Flüchtlinge. Was dort geschieht, ist eine Verletzung der Menschenrechte. Sie haben es heute Morgen trotzdem geschafft. Mehr als 400 Afrikaner, die überglücklich Freiheit rufen. Doch nun werden sie in ein überfülltes Flüchtlingslager in Ceuta gebracht. Ob sie Anspruch auf Asyl haben, muss erst geprüft werden.